Flow, mach weiter so. Ja, ich bin im Flow, Mission fehlgeschlagen. Nur weil wir den einen Dödel nicht getroffen haben, sondern dran vorbeigelaufen sind. Kann denen doch egal sein, ob wir denen unterwegs noch eine mitgeben oder nicht. Ich meine, wenn wir so an denen vorbeilaufen, sind wir doch noch schneller, als wenn wir denen noch so... Ne? Ja, bleib konzentriert, bis du das Ziel erreicht hast. Wenn du stehen bleibst oder zu viele Fehler machst, wirst du es nicht schaffen. Wow, der Chasek Bastard wird morgen mächtig Schmerzen haben. Du auch gleich. So, auf ein neues. Du bist im Flow, mach weiter so. Du hast es fast geschafft, weiter so. Geht doch. Schön. Okay, ich bin da. Ich hoffe nur, die Sache ist den ganzen Ärger wert. Das ist sie, glaub mir. Du hast heute vielen Menschen geholfen, Faith. Ich melde mich wieder. Okay, wir haben schon wieder einen Punkt. Kampf, Ausrüstung, was könnten wir denn... Ach, die sind auch alle gesperrt. Okay. Bewegung oder Kampf hätten wir auch noch. Höherer Schaden gegen Protectors, höherer Schaden durch schwere Angriffe von hinten. Führe leichte Angriffe gegen stolpernde oder betäubte Gegner aus. Einen zusätzlichen Treffer zu verkraften. Ja. Was könnten wir hier noch nehmen? Ziehe im Sprung deine Beine an. Ja. Okay, 180 Grad, Wallrun, 90 Grad Drehung. Nee. Dann nehmen wir doch irgendwas vom Kampf, würde ich sagen. Höherer Schaden gegen Protektor. Okay. So, und als nächstes, wo gehen wir als nächstes hin? Hier hätten wir eine Liefermission. Ach, die könnten wir eigentlich nehmen, oder? Die ist ja direkt nebenan. Ich stehe drauf, das Konglomerat okay. Mit seinen eigenen Waffen zu bekämpfen. Ach, die ist hier und die direkt. Werbedisplays sind dafür perfekt geeignet. Indem du ein Werbedisplay hackst, schickst du den Arbeitern eine klare Botschaft. Und wenn das, was wir ihnen zeigen, auch nur einem von ihnen die Augen öffnet, haben wir schon viel gewonnen. Nahe Lieferung bereit zur Abholung. Funktioniert das hier überhaupt? Test. Ja, bitte bringen Sie dieses Paket zu den vorgesehenen Koordinaten. Sie werden gut dafür bezahlen. Okay, Faith. Ich habe den Eindruck, du bist mehr als bereit für einen echten Auftrag. Und ich habe auch schon den perfekten Run für dich. Komm wieder ins Versteck, dann besprechen wir die Einzelheiten. Es sollte auf jeden Fall genügen, damit du zumindest einen Teil deiner Schulden bei Dogen begleichen kannst. Nein, 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 nein. Boah. Oh. Oh Gott, war das schnell. Yes. Haben wir doch geschafft. Auf die Sekunde genau. Also noch schöner konnte es doch nicht sein. Keiner uns aufgeregt. So. Wo sind wir denn jetzt? Werbedisplay. Was ein blöder Weg. Nee, der ist da oben irgendwie. So, mittlerweile klappt das Laufen noch einigermaßen. Also ich würde es ungern machen wollen. Über Dächer rennen und alles. Das wäre nichts für mich. Was ist das?
das? Nee, ne? Nee. Das ist das doch gar nicht. Hier zum Werbedisplay wollten wir doch. Da oben. Was kommen wir denn da hin? Okay. Nein. Nein. Vorsichtig. Ach, gewusst wie. Brauchen wir gar keine rote Wegmarkierung. Display-Hack. Hacke Screens und Displays, damit sie dann individuell... Dann nicht. Okay. Haben wir individualisiert sozusagen. Jetzt können wir diesen Dash-Star mal benutzen vielleicht. Oder wir machen die Hauptquest weiter. Dann müssen wir ja noch irgendwas aktivieren, damit wir da auch schnell reisen können. Oder geht das so? Ja, haben die ja gerade gemeckert, ne? Genau. Ist wieder... Okay. Dann gehen wir da mal hin. Weil runnen wir mal dahin. Ja. Also, ich hab einen Job für dich. Ist das hier die olle Schnepfe? Nee, ne? Das ist eine andere. Doch, das ist die, oder? Nee, ich stelle noch woanders. Dieses Paket enthält eine kleine Statue, die für mich von enormem ideellen Wert ist. Sie ist ein Geschenk. Oh, und wieder bis dahin. Das ist ein Zeichen meiner Zuneigung. Also zerbrich sie bitte nicht, sonst ist alles ruiniert. Ich bin mir nicht sicher, ob er noch weiß, was mir diese Statue bedeutet oder wofür sie einmal stand. Wir waren damals noch jung, wir waren vollkommen andere Menschen. Wir hatten Träume, Orte und Dinge, die wir sehen wollten. Das war natürlich vor den Unruhen. Unsere Freunde sind an diesem Tag gestorben und es fühlt sich an, als hätten wir die darauffolgenden Jahre damit verbracht, es einfach auszublenden. Nach den Unruhen haben wir uns eine Woche lang in meiner Wohnung verkrochen. Die Statue stand auf einem Tisch in meinem Wohnzimmer und wir haben darüber gescherzt, dass sie bei all unseren Gesprächen dabei war. Dass sie uns mit blinden Augen beobachtete und belauschte, ohne etwas zu hören und doch alles mitbekam. Ich hoffe, ihr Anblick entzündet in ihm einen Funken dessen, was er einst war. Wie sollen wir denn so schnell da hinten hinkommen? Aber das alles ist wertlos, wenn er sich nicht auch ändert. Verdammt, du hast alles ruiniert! Ja, komm, das ist wieder die olle Kuh gewesen. So, jetzt aber zum Unterschlupf und ohne Unterbrechen. Rücklatschen, nein. Beeil dich, ich muss so unbedingt in einer Minute dahin schaffen. Eine Minute 20 schon zu spät. So, ein Gürtel haben wir. Und da oben ist da auch noch einer. Kommen wir da so hin. Aber da müssen wir dann da hinten hin mit der Seilbahn. Nee, nee. Ja, Seilbahn, ja. Seilrutsche. Hier sieht man auch, wie bei allen anderen Spielen, immer mit Nebenmissionen überschüttet. Ist gut, kann aber auch schlecht sein, muss ich sagen. Nein. Schön machen selber. Okay.
Ja, ja. So. Wir müssen dieses Grid League Ding noch finden, ne? Damit wir uns hier importen können immer. Hey, Faith. Standard-Kit. Kaufe Faiths zweites Upgrade. Runner-Kit enthalten Objekte, mit denen du deinen Runner-Echo oder deinen Runner-Tech anpassen kannst. Ein Rahmen. Ach so. Das ist unser Symbol sozusagen. Wo haben wir einen? Hier haben wir auch noch einen. Emblem, Flügel. Ja gut, schön. Okay, okay. Noch was? Also hier würde ich auch gerne wohnen. Screen hacken. Einfach mit Hand auflegen. Naja, gut. Wir machen lieber unseren eigenen Sport. So. Jetzt zeige ich dir, wer hier der Boss ist. Boom. Bist du dir da ganz sicher? Nein. Oh. Ja. Nein! Wieso? Du bist eine Niete. Störe ich euch bei irgendwas? Nein, ich habe schon gewonnen. Mal. Das Spiel ist doch komplett unlogisch. Du lernst es noch. Faith hat mich ständig geschlagen. Ganz genau. Du hast also einen Run für mich? Richtig. An. An. Elysium Labs. Ein Datendiebstahl. Sehr gut bezahlt. Ein Einbruch bei Elysium? Ist sie dafür bereit? Lass das mal meine Sorge sein. Du gehst mit ihr. Ich kann gut auf mich selbst aufpassen, Noah. Wie letztes Mal. Du gehst alleine rein, aber Icarus hält Wache. Hör zu. Die Daten dort sind extrem gut gesichert. Ihr könnt euch also keine Fehler leisten, verstanden? Was kriege ich fürs Babysitten? Hm? Genau ein Drittel. Mhm. Oder? Ich gebe den Run Aisha und Caleb. Also? Schon gut. Wir sehen uns dort, Faith. Mhm. Oh. Und verlauf dich nicht. Los. Oder soll er vor dir da sein? Was ein Arsch, der Typ. Also nicht nur der andere. Beim Absprungpunkt in der Nähe des Labors, Faith. Runnerin, ich habe einen Job für dich. Ja, mach deinen Job alleine. Da bist du ja. So. Nur damit du es weißt. So, dann begehen wir mal Datendiebstahl. Moment. Elysium Labs ist eines der größeren Gebäude. Das ist eine Liefermission. An der Seite hier. Ah komm, wenn wir schon mal hier sind. Da oben ist es doch. Da oben ist es doch. Ja, schaffen wir. Bestellung bestätigt. Zahlung wurde autorisiert. Schön. Ich würde jetzt easy sagen, aber einfach war es dann wohl doch nicht so.
Unterschlupf. Den aktivieren wir mal, wenn das irgendwie geht. Da oben. Nee, später. Ich will erstmal den Unterschlupf freischalten. Also, was war wirklich der Grund, warum sie dich eingesperrt haben? 25 Mitarbeiter aus der Unterkasse das Leben kostete und weitere 65 forderte. Nehmen ein Dokument. Hat jegliche Stellungnahme verweigert. Wer bist du denn? Runner-Tech-Emblem. Müssen wir mal schauen, wo wir den gleich einrichten können. Können wir den irgendwo hier einrichten? Ja, das sind nur die Missionen, Infos, Karte, Spielerprofil. Keine Ahnung. Egal. Schauen wir ein andermal. Jetzt müssen wir extra nach da unten gehen, damit wir mit ihm quatschen können. Ja. Yay. Das ist heute offenbar dein Glückstag. Wieso? Ich habe ein offenes Fenster gefunden. Da kommst du rein. Das kommt mir komisch vor. Ist ihre Security echt so nachlässig? Wer weiß. Willst du abbrechen? Mir wäre sowieso wohler, wenn ich selbst reinginge. Was soll das denn bedeuten? Dass du einen Ruf hast. Aber nur zu. Das sehen wir ja gleich. Hol uns das Geld. Na, ich traue ihm auch nicht ganz. Er ist auch erst mal seit einem Jahr da. Er trägt verdächtig immer hier so eine fesche Sonnenbrille. Nee, der ist mir nicht geheuer. Ja, und der Abgrund auch nicht. Mann, jetzt hat er mich mit seiner coolen Sonnenbrille und seinen ärmellosen Pulli da total verwirrt. Daran liegt's. Faith, ich hab von dem offenen Fenster gehört. Vielleicht hat es nur der Putztrupp vergessen, aber das glaube ich nicht. Sei vorsichtig. Das ist nicht gerade ihre Spezialität, oder? Vorsichtig zu sein. Mach du einfach deinen Job und lass Faith ihren erledigen. Bin schon dabei. Ich hab dir ein Seil zu dem Fenster gespannt, Faith. Damit kommst du rüber. Längst passiert. Ah, okay. Ich bin drin. Gut. Kann sein, dass da ein paar Mitarbeiter sind, die eine Nachtschicht einlegen. Und halt die Augen nach Krugers Heck offen. Oh, cooles Gebäude. Wagenkolonne nähert sich, begleitet von jeder Menge Enforcern. Was? Dieser Run gefällt mir immer weniger. Keine Sorge, Noah. Sobald er erledigt ist, wird er dir gleich viel besser gefallen. Ja, das hoffe ich. Oh, das hört sich nicht gut an. Die Agrarabteilung befindet sich in den obersten Stockwerken. Der schnellste Weg darauf sind die Aufzüge. Weil entlanghangeln können. Puh, das ist hoch. Nein, 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 weiter, 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 weiter. Wie lange die sich einfach festhalten kann. Okay. Sobald du die Aufzüge gefunden hast, kannst du einen der Schächte raufklettern. Oder als blinder Passagier nach oben fahren.
Das haben wir natürlich. Hä? Ach so, ah. Die Sache wird geregelt. Sonst noch was? Um ehrlich zu sein, ja. Ich bin in unseren Projektdateien gestern zufällig auf ein Unterverzeichnis gestoßen, in dem etwas namens Kinden erwähnt wird. Die Dokumente werfen einige beunruhigende ethische Fragen auf. Was sind Kinden für sich? Das ist nicht Ihre Angelegenheit. Mr. Kruger, mir wurde volle Kontrolle gegeben. Und so wie ich, wenn Sie dort die Chance haben, dann mögen Sie Ihren Job? Falls ja, hatte ich Ihnen. Nun, dann freue ich mich, Ihnen berichten zu können, dass wir den Briefing von hier abgeschlossen haben. Aha. Der Einführung steht nun nicht mehr hier. Ausgezeichnet. Halten Sie sich für die Parade, Herr Direktor. Dann werden Sie es mit sicher Zeit bringen. Der Vorstand verfolgt unsere Fortschritte mit großem Interesse. Und ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig eine erfolgreiche Einführung für uns ist. Okay. Da gehen krumme Dinge zu. Ich habe einen Weg in die Agrarabteilung gefunden. Und ich glaube, Gabriel Kruger ist hier. Wie bitte? Wir sollten den Run abblasen. Nein, ich bringe das hier zu Ende. Na schön, ich kann dich ja sowieso nicht aufhalten. Icarus, gib uns Bescheid, falls sich draußen was tut. Faith, dein nächstes Ziel sind die Büros. Okay, aber es ist jetzt bis jetzt noch zu ruhig hier, oder? Meine ich das? Ich frage mich, was Gabriel Kruger mit der Mortell-Familie und Elysium zu schaffen hat. Je weniger wir darüber wissen, desto besser. Wissen ist Macht, Noah. Ja, für manche. Mach auf! Okay. Okay, das schaffen wir. Ich mag den Typen nicht. Diesen Icarus. Was genau sind das nochmal für Daten, die wir hier stehlen? Oh, tut mir leid. Die Faith hier stiehlt, während ich ihren Babysitter spiele? Es geht um ein neues Enzym. Irgendein Nahrungsergänzungsmittel. Reposer ist ganz scharf drauf. Aber nicht mal Wachleute hier, gar nichts. Ich bin jetzt im Bürobereich. Gut, kling dich in irgendein Terminal in Arbeitsraum 4H ein. Den Rest erledigt die Shotgun. Ich bin in den Arbeitsraum. Da oben. Ach, von da kamen wir, ne? Okay, wie kommen wir denn da hoch? Dann hier hochklettern oder? Ne, mach mal hier. Da kommen wir nicht rein. Arbeitsraum 4H, Faith. Er sollte nicht allzu schwer zu finden sein. Naja. Wir müssen aber erstmal nach oben. Quietsch. 4H. Doch unter uns? Da ist der Raum, ne? 4H.
Da und dann hier einfach runter. Ich bin am Terminal und setze die Shotgun ein. Sehr gut. Ich habe die Bestätigung. Der Grab war erfolgreich. Oh. Noah, hier ist noch jemand. Er sieht nicht wie ein Runner aus. Mach, dass du da rauskommst, Faye. Sorry, aber ich will mir das ansehen. Das war ja klar. Ich sitze dann mal untätig hier rum und hoffe darauf, dass du davon kommst. Hättest du nicht das machen? Hab ich aber nicht. Faye, du musst mir nichts beweisen, okay? Ich will einfach nur, dass du gesund wieder zurückkommst. Aber das war knapp. Okay. Wer ist das denn jetzt? Was war da? Warum ist die zur Seite gerannt jetzt? Och Mann. Aber interessant. Wer könnte der maskierte Mann sein? Hm. Freut mich, Herr Kuhirn, Mr. Kruger. Wir waren... Was zum... Director Mara, geben Sie Alarm. Schalt ihn aus. Hier spricht Director Mara. Wir haben einen Code Blau. Dr. Hill ist tot. Was? Was heißt, Sie sind ausgesperrt? Überschreiten Sie ihn, verdammt. Hier ist mein Tag. 7091. Halt! Ich brauche ihn lebend. Was war das in seiner Hand? Cyanid. Bedauerlich. Wo ist das Ding? Schnappt sie! Jetzt noch schnell. Ich brauche einen Ausgang. Versuch einfach irgendwie hochzukommen. Der Rest übernehmen wir. Oh. Verschwinde von da!